Noch läuft es. Betonung liegt auf noch. Das heißt, es bleibt abzuwarten. Falls das heute gar nicht laufen sollte, weil die Server einfach hoffnungslos überlastet sind, wechseln wir einfach das Spiel. Aber ich dachte mir, ansonsten gucken wir jetzt nochmal rein, ob das heute läuft, weil ich habe echt noch Bock. Und ich habe mich tatsächlich extra schon ein bisschen vorher eingeloggt, damit ich nicht in irgendwelche Login-Warteschleifen komme. Und habe, um nicht AFK zu sein, habe ich mal ein bisschen gewildert in meinem Garten. Ich habe so ein bisschen einfach nur Steine abgebaut und so ein bisschen Bäume weggehackt. Also nicht viel gemacht. Ich wollte einfach nur nicht, dass ich zu sehr im AFK liegen bleibe. So, und ich kann hier sogar schon ernten. Da haben wir ja gestern aufgehört. Gekocht haben wir? Ja, genau. So, was habt ihr denn hier Schönes geschrieben? Wie war euer Tag überhaupt? Ich bin hier. Es tut mir leid. Es ist ein bisschen stressig tatsächlich. Bis vor 5 Minuten saß das Kind noch hinter mir und ist die ganze Zeit rumgehopst und war agil. Also es war wirklich gerade alles so timingtechnisch Oberkante Unterlippe. Also ich habe es gerade so geschafft, mein Armbrot zu essen und wir haben gerade so jetzt geschafft, das Kind Richtung Bett zu bewegen. Also war ein wilder Abend, sage ich mal. Und übrigens auch sehr schön. Ich habe ja gestern gegen 11:30 den Stream ausgemacht. Und um 12 hat sich der kleine Mann gedacht, hey, ich bin jetzt einfach wieder wach. So, und dann saß ich hier nochmal schön 3 Stunden mit dem Kind und habe das Kind, ja, bespaßt. Ich lücke mal, weil ich ein Baby fertig machen muss. Oh no. Und da leckt der Stream. Ah, ah, ah. Na, heute kommt alles zusammen, ne? Da hatte ich kurz ein paar Frame-Einbrüche. Hab gerade den Launcher runterladen dürfen. Das ist super. Deswegen warst du also so spät wach, ja. Naja, spät. Ich war ja trotzdem schon wieder. Wann war ich wach? Um 9? 9:30? Irgendwie so, ich weiß es nicht. Hallo Soda. Schönen guten Abend. Auch dir. Und ich hoffe, dass das heute alles möglichst reibungslos funktioniert für die Leute, die das Spiel heute auch versuchen wollen. Ich hoffe einfach nur, dass es für mich heute nicht so endet wie gestern, dass ich heute, wenn ich den Stream ausmache, dann auch einfach ins Bett gehen kann und schlafen kann. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung im Moment. Achso, warte mal. Was hast du hier noch geschrieben? Bis jetzt alles super, ich werde mich aber gleich unter die Dusche stellen. Thank you in voller Lautstärke ballern. Sido meinst du? Oder Dido? Ich kenne die nur. Wahrscheinlich hast du es nicht vertippt, oder? Ist das S neben dem D? Ja, er hat sich vertippt. Bisher ja, sehr schön. So, okay. Ich gönne mir jetzt mal hier meine Möhren, die ich gestern angepflanzt habe. Dido? Heißt doch Dido? Okay, kenne ich nicht. Wer ist denn Dido? Ist es Dido, die da am Eingang steht? Oder Dido, die dir den Kopf verdreht? So, okay. Ich habe heute Großes vor. Zumindest für meine Verhältnisse. Oh, René war heute schneller. Er hat das Uff schneller rausgekriegt. Sehr gut. Auch sehr schön so da. Ja. Erstmal die Dusche gestellt und Knorkator schallern lassen. Finde ich gut. Ah, okay, wir kriegen jedes Mal einen Brief von denen, wenn ich ein Skill-Level aufgestiegen bin. Ich bin nämlich vorhin, dadurch, dass ich so ein bisschen, um dem AFK-Modus entgegenzuwirken, habe ich ja ein bisschen hinten im Garten gewütet und habe dadurch noch ein bisschen meine Skills aufgewertet. Also ich bin jetzt bei Foraging schon auf 4 und das Mining ist auch bald auf 4. Und das trotz Zwiebeln schnibbeln. Na, Hauptsache, du weinst nicht gleich. So. Wir haben ja hier gestern Sachen gecraftet. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich will nämlich jetzt als allererstes gerne mein Werkzeug aufwerten. So, wir brauchen noch 2 vom Splintholz und 5 Kupferbarren.
Kann ich die hier separiert rausnehmen? Nee, natürlich nicht. Dann machen wir dazu. Du heulst nur vor Freude. Das ist die, die den Hintergrund singt bei Animal Stan. Ah, okay. Kenne ich gar nicht. Interessant. Ja, wieder was gelernt. Muss ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal anhören. So, jetzt Pimp My Ex. Also, my eggs, nicht my ex. So, das haben wir uns gestern alles herrlich erarbeitet. Dido, thank you ist quasi das ganze Lied. Ah, okay. Interessant. Reparatursatz, was ist das denn? Och nee, ernsthaft? Das heißt, die hochwertigeren Gegenstände können kaputt gehen? Okay, dann machen wir mal lieber so ein Reparatur-Kit, genau. Ich habe die Gesamtlautstärke ein bisschen runtergeschraubt zu gestern. Ich mach's jetzt trotzdem noch einen Hauch lauter. So, wir haben kein Kupfer mehr, ne? Wir könnten, aber wir müssen sowieso questtechnisch Keramik herstellen. Nee. Ach so, da war noch was drin. Ah, okay, ich muss erstmal klarkommen hier. Genau, wir haben nämlich noch eine Quest, wo ich Steinziegel herstellen muss. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal durchlaufen. Und meine Kiste ist auch fast voll. Was nicht so geil ist. Ja, genau. Kann ich denn noch eine Kiste herstellen? Hm? Hier? Ah, hier. Okay. Was ich übrigens festgestellt habe, ist ja vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Diese Truhen sind alle miteinander verbunden. Also man erhöht quasi nicht seine Kapazität, also man hat nicht mehrere Truhen zusammen, sondern man erhöht seine Kapazität. Das war, was ich sagen wollte. Genau. Jetzt kann ich die einfach irgendwo verstauen, irgendwo stylisch, ne? Also kann die einfach optisch irgendwo platzieren, was ich eigentlich ganz cool ist, eine coole Lösung. Was habe ich jetzt gemacht? So, eine hier und eine da. Das heißt, man kann seine Truhen halt auch einfach irgendwo verstecken, wo sie optisch nicht so relevant sind und hat dann halt trotzdem seine Gesamtkapazität hier über dieses Truhenlager. Finde ich ganz nice gemacht. Finde ich, ist eine gute Idee. Das einzige Problem, was man hat, man muss halt jetzt immer alles durchscrollen. Aber, ah nee, man kann ja filtern. Nevermind, man kann filtern. So, packen wir mal ein bisschen was weg. Möhrchen. Was ist eigentlich deine Meinung zu Punkrock, Herr Musikconcierge? Das kommt darauf an, was du jetzt unter Punkrock definierst, tatsächlich. Also könntest du mir ein oder ein paar Bandnamen als Beispiel nennen, René? Das würde mir vielleicht weiterhelfen. Weil ich bin generell eigentlich nicht so der Punk-Fan. Weil Punk mir immer ein bisschen zu roh ist. Aber es gibt Ausnahmen. So, noch ein paar Pfeile. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Quests. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal in die Open World. Jetzt, bisher war ich ja nur in meinem Gebiet.
Punkrock an sich finde ich cool, allerdings kommt es auch ganz drauf an. Wie gesagt, also bei mir ist nicht das Problem der Punkrock, sondern der Punk. Ich will überlegen, ob ich mich hier oben hinsetze. Nimmt die Webcam viel vom Bild ein? Ich habe immer das Gefühl, dass die übelst groß ist. Ich glaube, so ist nicht schlecht. Ist passend so, ja? Okay. Ja, es ist immer so, ich bin immer jemand, ich bin nicht so ein Fan. Es gibt ja so Streamer und Streamerinnen, die haben dann immer ihre Webcam so groß im Bild, dass man immer denkt, so, Mädel oder Junge, was, also da sitzt du dann im Stream und die haben die Webcam so und du denkst dir, ja, so, ne? Ja. Schönes Gameplay. Macht Spaß. Ich finde es übrigens total klasse. Ach, guckt euch mal die tollen Gegenstände an, die ich gefunden habe. Schaut mal. Ist das nicht toll? Super. Manchmal bin ich wirklich in Streams drin und denke mir, genau so sieht das aus. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit meiner Webcam, weil ich mir immer so denke, ach, ich bin nicht so der Fan davon, wenn das alles so riesig ist. So, ich hoffe, ich habe es jetzt wieder ungefähr so, wie es war. Mach's weg. Okay. Tschüss. Dann halt so. Ja, ich lasse jetzt so, sonst fummel ich hier wieder die ganze Zeit an der Webcam rum und. Okay. Oh, oh, oh. Gut, wahrscheinlich ist jetzt im Moment noch gar nicht so viel los auf den Servern, weil die Leute ja jetzt erst anfangen können runterzuladen, glaube ich. Also seit 20 Minuten. Außer ich werde gleich eines Besseren belehrt, weil es hier total anfängt zu laggen. Ein bisschen kleiner. Streamer-Bonus? Inwiefern Streamer-Bonus? Was mache ich denn, dass ich mir einen Streamer-Bonus verdient habe? Weil ich schon spielen kann, oder wie? Aber es hat ja nichts mit Streamer-Bonus zu tun. Das hat ja einfach nur damit zu tun, dass ich Glück hatte und gestern noch einen Closed Beta-Key gekriegt habe. Ach so, ja, natürlich. Ja. Man kennt es, das klassische Streamer-Luck. Ich esse übrigens gerade noch eine Schoki auf, die ich mir noch geholt habe zum Nachtisch. Ja, eindeutig. Definitiv Streamer-Bonus. Ich meine, ihr kennt mich doch. Also ich meine, wenn ich nicht der Bonzen-Streamer schlechthin bin, mit dem meisten Luck, danke, Schatz. Vielen Dank. So. Was genau beeinflusst das jetzt, dass ich hier eine neue Axt habe? Bekomme ich jetzt mehr als vorher? Und wo sehe ich... Ah, guck mal hier außen. Das grüne außenrum ist die Lebensleiste offensichtlich. Aha. Okay, okay, okay. Kann ich jetzt hochwertigere Sachen abbauen? Das ist jetzt eigentlich die Frage. Jetzt müsste ich eigentlich wieder in das andere Gebiet gehen. Und dort drüben dann schauen, ob ich da das hochwertigere Zeug abarbeiten kann.
Nur 2% Chancen kannst du nicht treffen? Nee. Wobei, stimmt. Also bei meinen Plus-8er-Sets in Flyve hatte ich schon immer ziemlich viel Luck. Das stimmt schon. Ach, komm, wir gehen meinem Lieblingshobby nochmal nach. Ha! Angeln. Einfach nochmal fürs Üben. So viel dazu. Ja, das sieht richtig gut aus. Ist richtig gut getroffen. Ich bin übrigens richtig gut im Angeln, wie man merkt. Hä? Das zählt auch noch nicht als geangelt. Okay. Ist der noch drin? Sieht so. Ist mit einem kleinen C. Ist er im Kreis. Ja! Nee. Ich geb's auf. Angeln ist nicht meine Welt. So, wie waren eure Arbeitstage heute? Habt ihr was Besonderes erlebt? Oder war einfach entspannt? René, wie war's bei dir eigentlich? Du hast doch heute denn die ganze Lieferung gekriegt. Seid ihr gut zurechtgekommen? Konntest du gut alles einarbeiten? Scotty hat Urlaub! Richtig gut. Wo denn der hin? Was ist mit ihm? Er ist einfach nur am Rennen. Erzähl ich später, muss Zwiebeln anbraten. Ich werde mich nicht äußern. Oh, Christian, was ist da denn los? Diese und nächste Woche noch? Ja, nice. Entspannt. Ich habe auch diese und nächste Woche noch frei. Ab nächste Woche Donnerstag geht's wieder in die Schule, Leute. Da geht die Ausbildung weiter. Ich freue mich irgendwie schon drauf. Also aufs Schulbank drücken, so ironisch wie es klingt, aber ich freue mich aufs Schulbank drücken. Oh Gott, welcher war jetzt meiner? Das war meiner. Gehört hier nicht hin? Okay. Ist vollkommen okay. Willi... Treaty, Willi, nee, Will Treaty. Garaffen Yggdrasil und... Ich kann den Namen nicht lesen. Zalderi Yggdrasil. Sind wohl Geschwister. Ich warte bei dem Spiel einfach mal drauf, dass man am Anfang die Treppe runterspringt und sich direkt die Beine bricht. Das ist meine Welt, oh Gott. Oder ein Ehepaar. Das stimmt, ja. Das kann auch sein. So, ist das hier jetzt das andere Gebiet? Nee, das war weiter oben. Komme ich hier weiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Na, okay. Ja, da wolltest du... Ach nee. Das habe ich übrigens gelesen. Es ist wohl so, dass man, wenn man als Gruppe jagt oder Bäume fällt und so, dass es da mehr EP für gibt. Also macht es sogar Sinn, in dem Spiel aktiv als Gruppe unterwegs zu sein, was ich cool finde. Zack, holen wir uns so einen Fokus nochmal. So, aber es scheint so, als würden gewisse Dinge, ich meine, es ist ja jetzt eine gewisse Zeit vergangen. Und, also seit gestern sind ja knapp 24 Stunden vergangen. Und trotzdem, Pilze und so sind nicht nachgewachsen. Also es scheinen Pilze ja doch irgendwie eine Rarität zu sein. Also zumindest bei mir, auf dem Grundstück, die ganzen Morcheln sind nicht nachgewachsen. Okay, es geht schon schneller mit dem Craften auf jeden Fall.
Wie ist mit dem Holz? Ja, geht auf jeden Fall schneller. Ist ja ganz angenehm. Zwei Schläge nur noch für die Kleinen. Meine erste Aktion im Spiel, erstmal die Pots zertrümmern. Wegen Skyrim? Ich hätte ja eher an Zelda gedacht. Achso, ich will die ganze Zeit gucken, ob ich mit dem Bogen die jetzt auch one-shotten kann, aber ich habe den Bogen ja noch gar nicht aufgewertet. Nee, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Questing-Stuff tatsächlich, würde ich sagen. Einfach erstmal so ein bisschen allgemeiner Spielfortschritt muss erledigt werden. Außerdem wollte ich ja ein bisschen Geld machen nebenbei. Und ich kann mal gucken, was der gute Ashura heißt er. Was der für uns Neues hat. Weil wir sind ja wieder ein Level aufgestiegen. Ah, Mist. Ah, nice. Okay. Also es ist wirklich so. Ich hatte gestern, ich muss mich bei Finus entschuldigen. Er hatte recht. Also man braucht scheinbar mit dem Standardbogen immer zwei Schüsse. Und ich hatte einfach nur Glück. Die werden nicht automatisch... Ah, okay. Ich hatte ja ein Reh mit einem Schuss getötet und bin davon ausgegangen, dass wenn man einen Headshot macht, dass es dann mehr Schaden macht. Aber dem ist wohl nicht so. Es sind wohl wirklich einfach Rehe gewesen, die schon mal jemand anders angeschossen hat. Verdammt, egal. Beliebiges Spiel, das das Feature präsentiert. Nö, es ist ja okay. Ich habe jetzt nur in erster Linie bei Vasen zertrümmern, muss ich immer an Zelda denken. Das ist immer die erste Assoziation, die ich da habe. Hier gibt's Kupfer und das ist gut. Wir brauchen mehr Kupfer. Stimmt, wir brauchen mehr Kupfer für den besseren Bogen. Da hat jemand schon einen Gleiter. Mining Stufe 4. Das passt doch sehr gut. Dann gehen wir jetzt nämlich mal in die Stadt und quatschen mal mit dem Minenmensch und mit dem Foraging-Mensch. Ich muss mal was anmerken. Ja, bitte. Seitdem ich allein bin, läuft Twitch wieder besser. Echt? Wahrscheinlich, weil es dich nicht so... Weil du nicht immer was im Hinterkopf hast. Was dich belastet. Ist doch schön. Freut mich für dich. So. War er der... Ach ja, er ist der Minenmensch. Sieh mal an, du bist wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Bergbau so gut annehmen würdest. Als nächstes brauchst du eine Möglichkeit, deine Sachen zu reparieren. Vielleicht habe ich etwas, das ich dir beibringen kann. Reparaturstation. Ach stimmt, es stand ja da, ich brauche zwar diese Reparaturkits, aber ich brauche auch eine Reparaturstation. Ich weiß, dass es in der Stadt eine gibt. Silbererz können wir auch bald herstellen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich würde mich erstmal recht viel auf Mining konzentrieren. Ich finde Mining tatsächlich ganz cool. Das war auch immer mein Lieblingsding in WoW. Man klaut mir nicht mehr die Bandbreite. Ich kann jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen. Ist doch schön, das freut mich. Ja, es ist ein PC-Game, Christian. Also die Open Beta hat heute für den PC gestartet. Es wird zwar auch für die Switch erscheinen, aber im Moment gibt es das nur für PC. Und ich glaube, es ist auch nicht so anspruchsvoll. Ach schön, Primrose.
So hieß früher einer meiner Charaktere in irgendeinem Spiel. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ach, hier. Ah, nein. Ich wollte ihm eigentlich meine gekochten Pilze schenken. Jetzt habe ich die gegessen. Ich Dummbatz. Gotta go. Cooking emergency. Got a cooking emergency? So, wo ist er denn? Ach, er ist wieder irgendwo hingelaufen. Den anderen habe ich jetzt schon gehabt. Wartet mal. Ich gehe mal ganz kurz ein paar Sachen verkaufen. Aber ich glaube, ich hätte Bock, mich so ein bisschen auf Minenarbeiter zu fokussieren. Oh, hier gibt's Saat. Da müssen wir gleich mal durchgucken hier. Saat will ich auch auf jeden Fall, weil wir müssen ja immer so ein bisschen nach Buffwood gucken. Passiert mir auch andauernd, mit wem Pralinen schenken. Der esse sie selber. Ah, schön. Ja, es ist auch free to play, Christian. Sonst würde ich es im Moment nicht zocken, glaube ich. Also, das Problem ist mit MMOs, wenn sie kostenpflichtig sind, ist schon mal momentan ganz schwierig, weil ich halt nicht so viel Zeit dafür habe. Und, ja. Also einmal kostenpflichtig ist schwierig und der Grund, warum Palia auch gerade im Moment so gut passt, ist einfach, es ist ein Spiel, was ich glaube, es verzeiht, wenn man es nicht so aktiv spielt. Weil viele MMOs heutzutage sind halt so völlig auf diesen Grind ausgelegt. Und wenn man da nicht regelmäßig spielt, hat man halt irgendwann so ein bisschen verloren. Deswegen, ich glaube aber, dass Palia sich eigentlich sehr gut eignet als so Spiel, was man auch online spielt, aber eben entspannt nebenbei. Ohne diesen ständigen Stress, oh scheiße, ich muss heute unbedingt online gehen. Sieht ganz interessant aus. Du kannst es dir Stand jetzt einfach auf der Homepage runterladen, Christian. Und dir es einfach selber auch ein bisschen anschauen. Es ist bisher, würde ich sagen, es ist ein bisschen Minecraftig mit, wobei, nee, Minecraft, zumindest so von dem, vom Crafting her, wobei das Crafting ist wahrscheinlich auch wie in jedem anderen Farming-Game. Also, es ist halt einfach wirklich, es ist Stardew Valley Online, könnte man sagen. Ein Spiel, das man einfach spielen kann, genau, ohne dass man diesen ständigen Druck hat. Und das, muss ich sagen, ist momentan für mich echt viel wert. Kartoffelsamen hilft anderen Pflanzenarten in der Nähe hydratisiert zu halten. Das hilft mit Pflanzen, mit Wasser zu versorgen, okay. Erhöht Erntemenge von anderen naheliegenden Pflanzenarten. Das ist ja geil. Das heißt, Weizen ist einfach insofern richtig gut, weil er deinen Marktwert, nicht deinen Marktwert, aber deinen Mehrwert zum Beispiel von den Tomaten erhöht. Die Tomaten, guck mal, die haben auch beide 4 Tage to harvest. Das heißt, wenn man zum Beispiel Tomaten zusammen mit Weizen anbaut, hat man erstens mehr Profit von den Tomaten und auf der anderen Seite sorgen die Tomaten dafür, dass der Weizen bewässert bleibt. Das ist ziemlich nice. Nicht nur für dich, sämtliche anderen MMOs gingen viel zu sehr in den Zwang hinein. Ja, das ist halt leider wirklich so. Das ist halt so ein modernes Ding. Also ich kann es ja auch ein bisschen verstehen. Viele Leute mögen es ja auch, diesen Grind. Ich bin ja selber auch so jemand. Also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch gerne wieder ein bisschen aktiver irgendein anderes MMO spielen, aber ich habe halt leider nicht so die Zeit dafür. Und deswegen, ja, wie du es gerade schon so schön sagst, es ist, oder wie ich es ja auch eben schon meinte,
Das hier passt einfach sehr gut. So, ich kaufe jetzt einmal Tomaten, einmal Weizen. So, haben wir das Ganze dreimal. Oh, wartet mal. Wenn ich den... Das wäre jetzt interessant rauszufinden. Wie verhält sich das? Weil ich habe ja auf dem Feld ein Raster. Wenn ich jetzt den Weizen in die Mitte pflanze und um den Weizen drumherum überall Tomatenpflanzen setze, werden die dann alle, profitieren die alle von dem Buff des Weizens? Oder ist es nur in so einem Plusraster, wenn ihr versteht, was ich meine? Also das in der Mitte quasi wertet und links und rechts und oben und unten ist der Buff und nicht in einem Kreis drumherum. Das wären mal Sachen, die man rausfinden müsste auf jeden Fall. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal zurück ins Haus. Ach komm, wir quatschen kurz mit Tisch. Einfach nur für den Daily Freundschaftsprogress. Sehe ich auch so. Mit meiner Schwerbehinderung kann ich das leider vergessen. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Faktor. Für mich ist es jetzt in erster Linie einfach nur wirklich diese Zeitkomponente. Weil ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich spiele eigentlich unfassbar gerne so Spiele wie WoW oder Diablo oder so. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht Diablo, aber Diablo-ähnliche Spiele. Und das sind ja alles im Endeffekt auch irgendwie Grind-Games. Oder bestes Beispiel ist ja auch Remnant, was ich ja aktuell auch spiele. Remnant ist ja so gesehen auch ein Grind-Game. Ein Souls-like Grinder. Ein Diablo-esker Souls-like-Grinder. Das ist doch eine schöne Spielbezeichnung. Grind Games, I love it. Ja, es ist halt... Die machen halt schon Spaß. Muss man halt mögen, klar. Ist immer Geschmackssache, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ach, verdammt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte es genau andersrum. Egal, dann setzen wir die jetzt so. Und setzen den Weizen dahinter. Ja, aber ich finde, also an Grind Games ist grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn man die Zeit dafür hat. Wenn's halt, was ich halt schlimm finde, ist, wenn es in Grind Games darum geht, entweder du investierst Unsummen an Geld oder du investierst Unmengen an Zeit. Und das ist so für mich immer die Schnittstelle, wo ich sage so, nee, das ist, finde ich, nicht geil. Weil du dann immer das Problem hast, dass Leute mit viel Geld sich einfach Spielzeit erkaufen, so gesehen, dass sie eben einfach die Spielzeit nicht aufbringen müssen. Und dadurch einfach viel schneller vorankommen. Und das ist so, Genau, Grind Games mag ich auch, aber nur, wenn es nicht zu sehr im Zwang auswandert. Und da kommt ja gerade eben auch dieser, Pay-to-Win-Aspekt mit dazu. Ne? Schaut euch Diablo Immortal an. Diablo Immortal ist ein sehr gutes Beispiel. Genau, oder du hast Flife. Genau, also das sind halt so Spiele, die halt beides ineinander vereinen. Wobei, stimmt, Flife ist grindy und du kannst noch Pay-to-Win. Also, selbst wenn du unfassbar viel Geld reinsteckst, heißt das noch lange nicht, dass du mit dem Grind durch bist. Okay. Wir haben eine Preismünze gekriegt. Okay, cool. Können wir bei Siki im Laden verwenden? Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe das Kind gehört. So. Das behalte ich mal im Inventar. Das kann erstmal weg. Was wir auf jeden Fall machen jetzt, ist echt wirklich erstmal irgendwie gucken, effektiv an Geld zu kommen, glaube ich. Das heißt, ich lagere jetzt erstmal alles ein, was ich habe. Und dann gehen wir erstmal eine schöne Runde farmen.
sieht es hier eigentlich aus? Können wir meinen... Ach, du liebe Zeit, das dauert ja ewig. Ich brauch doch Kupfer. Dann hauen wir als nächstes jetzt Kupfer rein. Gut. Das ist echt zeitintensiv. Also da lohnt es sich wirklich, mehrere von diesen Crafting-Dingern zu bauen, damit man parallel mehrere Sachen herstellen kann. Bei mir kam der Zwang meistens von meinen Freunden, da ich dann eben doch versuchte, mit dran zu bleiben, die aber Monster-Gamer sind. Ja, ich kenne das so ein bisschen. Das ist halt für jemanden, der nicht so viel Zeit hat, ist das immer ein bisschen tragisch. Aber ich sag mal so, man kann es ihnen ja auch so gesehen nicht verübeln, weil sie haben nun mal die Zeit, sie investieren gerne ihre Zeit da rein und dann in dem Moment von den Leuten zu verlangen, hey, hört bitte auf zu spielen, wenn ihr da gerade Spaß dran habt, sondern wartet bitte auf mich, ist ja auch immer doof. Deswegen, also, ich hatte das jetzt auch schon mehrfach, ich hatte das in WoW, dass ich da öfters abgehangen wurde. Ich hatte das auch, als wir zusammen Seven Days to Die gespielt haben mit einer Gruppe, wo die dann auch zum Release von dem neuen Patch einfach reingesuchtet haben, weil sie eben Zeit hatten und ich hatte eben keine Zeit. War für mich enttäuschend. Einfach insofern, weil ich mich auch sehr drauf gefreut habe. Aber ich kann es ihnen trotzdem nicht vorwerfen, weil es ist nun mal ihre Zeit und sie können ihre Zeit ja investieren in was und wie sie wollen. Max habe ich auch mal versucht zu zwingen. Ja, so ein bisschen schon, das stimmt. So, ich versuche jetzt mal die zwei Hauptquests so ein bisschen nebenbei abzuarbeiten. Ach du Scheiße, 500, 400 mehr. Wo ist denn das bitte? Wo muss ich denn da hin? Ach, ich muss wieder zurück hier. In das Startgebiet. Okay. Dann müssen wir den Weg hier erstmal lang. Ich hab zwar die Zeit, aber bin nicht so gut. Das Problem kenne ich auch. Also ich bin jetzt auch nicht das, was man als Core-Gamer bezeichnet. Also ich bin jemand, der schon gerne spielt und ich fuchse mich auch gerne rein. Aber es gibt so viele Leute, die so viel besser spielen als ich. Das liegt auch daran, dass ich zwar, ich habe eine kompetitive Veranlagung, also ich fuchse mich auch gerne rein in Sachen und versuche gerne gut darin zu sein, aber ich habe einfach oft das Gefühl, dass mir ein bisschen manchmal das Verständnis fehlt. Also es ist jetzt eine leichte Ausrede, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu alt. Es ist ja wirklich so, dass man gerade beim Zocken komplexere Spiele oder auch hektische Spiele als junger Mensch wesentlich einfacher spielt als älterer Mensch. Aber man muss sich nur die ganze Pro-Szene im E-Sport ansehen. Ne? Guckt euch League of Legends an oder guckt euch Overwatch an, etc. Die ganzen Pro-Spieler, das sind alles Leute, die sind Anfang, Mitte 20. Weil ich so gerne deine Stimme höre. Tja, René, jetzt hast du ja wenigstens das hier zum Ausgleich. Und vielleicht zocken wir ja demnächst auch mal wieder was zusammen. Und dann hast du meine Stimme auch wieder ein bisschen. So, was muss ich jetzt hier machen? Die Tür hinterm Wasserfall? Warte mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Direkt erstmal festgebackt. Komme ich da überhaupt hin? Sieht aus, als wäre da irgendwas. Ich will da hin. Kann ich das hier sammeln? Nee. Frech. Okay. Ich glaube, hier muss ich nicht sein. Wie groß ist das Spiel? Ich glaube 16 GB oder so. Im Moment.
hier ist die Wassertür. Achso, und da habe ich jetzt die Batterie reingesetzt? Hätte ich das mit der Windtür auch machen können? Okay. Ich bin mal eben duschen. Alles klar. Genieß es. Oh, so eine schöne warme Dusche. Hm. Jungs, ich habe eine Kiste gefunden. Es lohnt sich eben doch. Aha. 20 Gold, geschlossene Auster. Öffne diese Auster. Auch wenn du keine Perle findest, kannst du sie wenigstens essen. Let's go. Austernfleisch, Austernfleisch, Austernfleisch und Perle. Nice. Austernfleisch und grüne Perle. Und ein hochwertiges Austernfleisch. Heilige Mutter der grünen Perle, du hast tatsächlich eine gefunden. Huhu, ein seltener Gegenstand. Das Streamer-Luck hat zugeschlagen, Freunde. Eine Kiste Bier? ich glaube, die behalte ich. Ich glaube, das sind Gegenstände, die dann doch eher wertvoll sind. Vielleicht brauchen wir die fürs Craften oder so. Erstmal einen violetten Gegenstand gefunden. Let's go. Und nein, René, es ist keine Kiste Bier. Es war eine Schatzkiste. Ich hoffe tatsächlich, dass das Spiel auf lange Sicht noch irgendwie so so kleine versteckte Sachen bekommt. Also so versteckte Dinge, die man finden kann oder irgendwelche Jump-and-Run-Minigames. So ein bisschen wie in Guild Wars 2. Das fände ich echt cool, wenn sie sowas noch einführen würden. A bowl with rust on the bottom. The inscription has been worn away by time. Die Inschrift wurde über die Zeit abgetragen. Aber ich kann damit auch nichts machen. Okay. Lesen. The strange writing says, knowledge grows the mind even in time of strife. To enter here, you must supply that rich grows life. Ich muss irgendwas hier hinbringen, was Leben spendet. Und das ist sehr wahrscheinlich Wasser. Ich bin so gut. G-U-H-T. Moin Sally. Na? Alles klar? Ja, bei mir ist alles gut. Wie ist es bei dir? Was haben wir denn hier? The inscription on the base says, Dear Phoenix, protect this place and its people. Let your waves wash away our... The final word is too faded to read. Mhm. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was hier mit der Lore zu tun hat. Gibt es hier noch irgendwelche versteckten Dinge? Oha! Richtig, eine unterirdische Stadt hier. Cool. Wo ich es gerade noch hatte mit versteckte Sachen finden. Du hast jetzt eine eigene Wohnung? Cool. Glückwunsch. Ich hoffe, du kannst sie dir auch leisten. Hallo Bini, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So, ich quatsch mal ganz kurz mit Gina. Gina? Ich nenne sie jetzt Gina. Auch wenn man Gina, glaube ich, mit G schreibt und nicht mit J. Gina? Ich werde nicht mehr von meinen Eltern gegankt, wenn ich mit Adrian zocke. Finde ich gut.
Das ist doch erfreulich. Ah, die erste eigene Wohnung ist schon was. Ist schon echt was wert, muss ich sagen. Das hatte ich damals auch genossen. So die erste Freiheit. Nicht mehr die ganze Zeit die Eltern im Nacken. Das war schon gut. Genieß es. Ist wirklich ein cooles Erlebnis. Ich muss auch sagen, gut, ich hatte damals, als ich ausgezogen bin, ich hatte erstmal eine WG. Aber auch das war ein cooles Erlebnis tatsächlich. Also, auch wenn es langfristig nicht so cool war, aber die ersten 3 Jahre bis 4 Jahre waren schon nice, muss ich sagen. So, danach wurde es ein bisschen uncool, aber ich glaube, das ist auch normal. Man lebt sich auch so ein bisschen auseinander. Aber WG ist tatsächlich was, was ich jungen Leuten immer nochmal empfehlen würde. Beschissen? Oh, was ist los, Bini? Warum das denn? So, was hat sie hier zu sagen? Du hast es tatsächlich geschafft. Ich hoffe, das Rumpeln kam angerannt? Was? Dieser Ort ist unglaublich. Es muss eine Art Tempel gewesen sein. Kannst du die Schnitzereien an den Wänden tatsächlich lesen? Das ist eine alte menschliche Schrift. Nein, eigentlich nicht. Das macht absolut Sinn. Du bist ein Mensch. Natürlich kannst du deine eigene Sprache lesen. Du spähst voraus. Hekla und ich werden diesen Raum untersuchen, um zu sehen, was wir lernen können. So, machen wir noch den Daily Chat. Einige große Ruinen, eine riesige Klippe. Eine Ruine? Faszinierend. Vielleicht war es dies ein Tempel. Ich werde nicht versuchen, dieses Gebiet ohne einen Gleiter zu navigieren. Aha. Du musst mit Nayuma sprechen, damit er dir eine bauen kann. Normalerweise hält sie sich in dem Bahari-Bucht auf. Ah, nice. Wir kriegen jetzt unseren Gleiter. Okay. Sehr gut. Alles klar, Sally. Viel Spaß. Liebe Grüße an Adrian und viel Erfolg beim Zocken. Jungen Leuten empfehlen, du klingst sehr alt, Max, und dabei bist du doch noch nicht so alt. Naja, ich sag mal so, mit 31, ich bin jetzt seit 13 Jahren von zu Hause raus. Und in diesen 13 Jahren habe ich doch schon noch mich ganz schön verändert. Und mit jungen Leuten meine ich einfach Leute, die jetzt 18 bis 20 sind, okay? Und ich merke, dass ich alt bin. Ich habe mich nämlich neulich erst mit Freunden drüber unterhalten. Ich hatte die Situation, dass ich habe eine sehr breit gefächerte Schulklasse vom Alter her. So von Spannweite von 18 bis meine älteste Klassenkameradin war 57. Und da hat man einfach gemerkt, dass die ganzen 18- bis 20-Jährigen schon doch nochmal anders getickt haben. Ich meine, ich bin trotzdem gut mit denen ausgekommen, das war alles super. Aber man merkt schon einen Unterschied. Und ich kann also, auch wenn ich immer sage, ich halte mich für mental und menschlich sehr jung, ich bin trotzdem alt. Aber eben aus einer, besonders auf einer popkulturellen Ebene bin ich alt. Interessanterweise. Also ich bin inzwischen an diesem Punkt, so, ich kenne halt Menschen wie meine Eltern. Meine Eltern waren quasi so die Ur-Nerds. Die haben damals die ersten drei Teile von Star Wars, das war für die so, das war das Highlight, das feiern die bis heute. Für mich ist das Herr der Ringe. Und so ein bisschen Harry Potter. Und die nächste Generation jetzt, so die ganzen 18- bis 20-Jährigen, die feiern das halt alle nicht mehr. Und das meine ich mit, ich bin halt auf popkultureller Ebene bin ich alt. Weil ich auch viele, also ich komme mit moderneren Genres oder modernere Musik, fange ich an komisch zu finden und habe da nicht mehr so den Bezug zu. Also es ist wirklich, es ist interessant, aber ja, es ist ein popkulturelles Alter, was ich erreicht habe. Ein interessantes. Stimmt, mit 31 ist der Lack ab. Da machst du nix. Max ist doch ein Küken. Ja gut, Christian, du bist noch ein bisschen älter, das ist nochmal eine andere Nummer, aber du verstehst bestimmt auch, was ich meine. Also du hast das wahrscheinlich ja auch, also wenn wir uns unterhalten würden, Christian, du und ich, wir hätten dieses Phänomen höchstwahrscheinlich auch. Und wir sind, glaube ich, nicht mal so weit auseinander. Ja, nur, wie gesagt, das ist
das ist ja auch nichts Schlechtes. Also, man, es ist ja auch vollkommen legitim, modernere Sachen, wenn man da nicht so den Bezug zu hat, einfach eben nicht so zu mögen. Es ist ja, ist doch alles gut. Versteh dich absolut. Weiß nicht, wie alt du bist, aber kann dich auf keinen Fall zum Junghüpfer zählen. Nee, das definitiv nicht. Ich setze mich in deine Altersgruppe. Ja, wie gesagt, 31, das ist halt... Gleiter? Breath of the Wild Feeling? Ja, so ein bisschen. Gibt gleich einen Gleiter. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, was Beanie noch geschrieben hat. Bin mega müde und noch was. Und noch was. Das klingt wie... Es bedrückt dich was, aber du möchtest das hier im Chat nicht preisgeben. Das ist auch vollkommen okay. Aber was auch immer dich sonst noch bedrückt, ich hoffe, dass das sich schnell widerlegt. Uff, bald nennst du auch jedes Videospiel ein Nintendo und jedes Pokémon ein Pikachu. Genau. Genau das. Ich hab meinem Sohn letztes Jahr dieses Nintendo gekauft. Und dazu dieses Pikachu-Spiel. Ich sag ja, Christian ist auch nicht so alt. Naja, ich glaube 36 und 31, klar, da ist schon nochmal, ich meine, 5 Jahre sind 5 Jahre, da passiert immer eine Menge. Aber ich glaube, tatsächlich für mich alt... Die Definition von einem alten Mensch fängt für mich eigentlich mit 60 Jahren an. So, das ist die Zeitspanne, in der ein Mensch anfängt, alt zu werden. Ja, ansonsten so diese, also wenn ich jetzt, bestes Beispiel sind meine Eltern. Ja, meine Eltern sind jetzt beide Anfang 50 und das sind für mich keine alten Menschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das ist, also es ist halt eine Frage dessen, wie man alt definiert. Ja, damals, da war noch alles anders. Wir haben im Leben angefangen zu begreifen, was dumm ist und was nicht. Alt sein geht für mich ab 31 los. Ah. Ich habe gerade meinen Tee ausgetrunken, Schatz. Was soll das? Hier, Leute, für euch. Prost. Oh, ich habe heute, wie immer, meine 4 Getränke hier und noch eine Flasche Wasser daneben stehen. Ich habe jetzt schon 2 Getränke weg, also ich werde wahrscheinlich bald auf Toilette mal müssen. Danke, danke. Prost euch auch. So. Nee, warte mal, mit dir sollten wir gar nicht reden. Du hast nur neue Rezepte für uns. Oh, Alter, guckt euch mal diese Axt an. Junge. Eine Wünschelrute können wir herstellen? Interessant, ey. Bin gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Meine Herren. Also man muss sich, glaube ich, sogar ein bisschen auf eine Sache spezialisieren. Wenn man versucht, alles zu machen, wird man am Anfang gar nicht fertig. So, nochmal kurz das Daily Quatschen mitgenommen. Achso, warte mal, wir sollen ja was verschenken. Kann ich dem denn irgendwas schenken? Eine Blume. Genau danach habe ich gesucht. Woher wusstest du das? Okay. Na gut, wir haben ihm eine Blume geschenkt. Warum auch nicht? Ist ja vollkommen okay. Wenn du schon mal dabei bist... Zieh dir eine Windel an. Nee, ich gehe schon auch dann doch gerne auf Toilette. Die Axt verspricht schon fast, Vasen zu zertrümmern, auf jeden Fall. Und die vom Baby passen mir definitiv nicht, nein. So, jetzt schlafen die natürlich alle. Ich wollte gerade eigentlich so ein bisschen Sachen verschenken. Ein Questziel ist hier.
Ach genau, wir müssen jetzt rüber in das andere Gebiet. Ja, dann würde ich sagen, mach mal das. Rainer Korn. Kollege, wenn du diesen Wortwitz machen willst mit deinem Namen, dann musst du Rainer aber auch mit H schreiben. Okay? Sonst macht der Wortwitz keinen Sinn. Ich muss ja 5 zusammentackern. Hey, so breit ist mein Po auch nicht. Passende erwachsene Windeln. Stimmt, ja, das ging auch. Aber ich muss gestehen, ich bin eigentlich froh, dass ich keine brauche. Dass ich noch durchaus in der Lage bin, selbst auf Toilette zu gehen. Außer ich werde jetzt hier von meinem Chat dazu verdonnert, nicht mehr auf Toilette zu gehen. Das wäre es. Dann doch lieber reiner Zufall. Auch der ist nicht schlecht, ja. Gibt es ja eine Menge davon. Noch nicht. Meinst du, wenn ich weiter hier sitze und streame, dann wird mein Arsch platt genug? Oh. Ich sollte mich mit solchen Begriffen zurückhalten. Es ist noch nicht so spät. Mein allerwertester. Ui. Oh. Oh Gott. 623 Leute warten gerade darauf, dass sie in dieses Gebiet laufen können. Okay, wir kommen jetzt langsam an den Punkt, wo die Server anfangen voll zu werden, Leute. Brauchen tue ich auch keine, aber auf Vorsicht haben wir mal welche gekauft. Ui. Ja. Und ihr so? Das Wechseln der Ladezonen ist jetzt, wird jetzt anfangen langsam unangenehm, glaube ich. Ich muss eigentlich mal gucken. Ich tapp mal ganz eben raus, das wird ja wahrscheinlich trotzdem weiterladen. Mal ganz kurz schauen. Nee, also noch scheinen die Palias-Server ohne Probleme zu laufen. Es gibt noch keine negativen Meldungen auf dem Discord-Server. Apropos Discord-Server. Christian, hattest du mir was geschrieben und es dann wieder gelöscht? Und Scotty hat mir das Lied geschickt. Ah, okay. Na gut. Von Gaming Stream zu Just Chatting, ja, das ist hier wirklich gerade der Fall. Ich muss mal den Chat woanders hinlegen hier, wenn das jetzt öfter passiert, noch heute. Ach, kannst du mal bitte... Danke. So. Ich glaube, dann lege ich euch doch hier rüber. Ganz klassisch, einfach untereinander. So. Wenn wir jetzt öfter noch in diesem Bildschirm heute festhängen, dann ist es, glaube ich, besser, wenn der Chat ein bisschen weiter drüben ist.